Mit Ja haben gestimmt 296. Keine Corona-Impfpflicht, nicht mal die ab 60. Das Vorhaben, der Kompromiss der Ampelkoalition ist im Bundestag gescheitert. Die Ablehnung könnte von Beobachtern durchaus als Klatsche für die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP gesehen werden. Sozialdemokrat Michael Roth nach der Abstimmung. Ich bin sehr enttäuscht. Ich habe mich von Anfang an für eine Impfpflicht eingesetzt, auch ab 18 Jahren. Ich hätte gerne den Bürgerinnen und Bürgern unseres Landes, die Corona-müde sind, so eine Debatte vermutlich im Herbst wieder erspart. Omid Nuripur von den Grünen zeigte sich pragmatisch. Es gibt im Deutschen Bundestag offensichtlich keine Mehrheit für eine Impfpflicht, also wird sie auch nicht kommen. Und jetzt werden wir alle zusammen überlegen müssen, wie wir eine hohe Welle und eine Überlastung des Gesundheitssystems mit großen Folgeschäden potenziell im Herbst verhindern. Linda Teuteberg von der FDP warb nach dem Urnengang für Aufklärung und Transparenz im Umgang mit dem Coronavirus. Aber es gibt keine Alternative dazu, Menschen zu überzeugen, dass sie sich impfen lassen, dass es ihre freie Entscheidung bleibt. Das finde ich richtig. Und insofern, es braucht Vertrauen und dafür muss man eben mit verlässlichen, aktuellen Zahlen agieren. Andere zeigten sich nach der Abstimmung am Donnerstag gar erfreut, so die AfD-Fraktionsvorsitzende Alice Weidel. Den Menschen die Freiheitsrechte, die Entscheidung, die freie Entscheidung über ihren Körper abzusprechen, das haben wir heute verhindert und das ist ein Tag großer Freude. Wir werden ihn feiern. Die Abgeordneten hatten mit 296 Stimmen für eine Impfpflicht ab 60 Jahren votiert, 378 stimmten dagegen bei 9 Enthaltungen.